Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Fusion Generation. Und ich bin gerade die schlimmste Route des Spiels gefahren und anscheinend ist hier irgendwie Straßenblockade oder so. Ja, die reden nicht mal mit mir. Möchtest du nach Fuxania City? Kein Problem, wir müssen nur etwas Zoll erheben. 1 Million Poké-Dollar. Was? So viel hast du nicht? Dann verschwinde und versuch gar nicht erst von Osten in die Stadt zu kommen. Der Weg ist geschlossen. Das ist toll. Wir machen einen Haufen Geld. Und guck mich bloß nicht so an. Du denkst, du kannst mit uns aufnehmen? Oh nein, meine Pokémon sind hinüber. Okay. Ja, das wird schon. Guckt euch das Team an. Sie sind tot. Sie sind tot. Das war's für Baloui. Ja. Sehr schön. Habe ich schon erwähnt, dass mein Team tot ist? Oh, super. Aber ich habe jetzt Psychokinese. Das macht nicht wirklich viel mehr Schaden, auch gut. Schon okay. Oh ja. Instant vergiftet. Toll. Toll. Die Folge fängt gut an, muss ich sagen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht gegen alle von diesen Bikern kämpfen. Ich hoffe es ehrlich nicht. Weil das packen meine Pokémon definitiv nicht. Vielleicht gibt das ein Level-Up fürs Metro. Ja, okay. Spiel. Strahl. Na, ob das stärker ist als Psychokinese? Ich glaube nicht. 65. Nein. Da behalte ich die Psychokinese definitiv lieber. Okay. Den Typ hätten wir schon mal besiegt. Ach. Muss ich ernsthaft gegen alle 4 kämpfen, ne? Mit einem komplett hinüberen Team. Ach, schön. Wenigstens finde ich mal einen Typvorteil. Wie nett. Wow. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich beim Typvorteil bin, ausnahmsweise. Meryl. Okay. Das ist random, aber okay. Sag mir nicht, dass das jetzt gleich Schaden von der Vergiftung kriegt, instant, wenn es reinkommt. Natürlich kriegt es den instant. Boah, das ist es, was ich an diesen Fanspielen manchmal echt hasse. Dass die Reihenfolge manchmal so seltsam ist und du bringst dein Pokémon frisch rein und es kriegt erstmal instant Schaden. Das ist halt richtig kacke. Dann habe ich irgendwas gegen Gift, ja. Gegen Gift. 12 Stück. Ganz viele also. Ja klar, kann es plötzlich sowas. Was ist das, Meryl des Todes? Oder warum kann das so eine Attacke? Ich habe leider auch überhaupt nichts Besseres dabei als Supertrank. Und der heilt leider nur 50. Und das ist bei 150 nicht viel. So, das Schöne ist, ich heile jetzt immer ein bisschen. Hörst du mal auf mit der Attacke? Meryl, nein. Tut dir doch nicht selber weh. Warum tut es nicht selber weh? Ist es dumm? Oh, jetzt fängt er noch an zu walzern. Wie so ein Irres. Okay. Auf Wiedersehen. Genug Walzer. Ja. Aha. Ja, gut. Ich muss anscheinend tatsächlich gegen alle 4 kämpfen. Ich bin dann total in höheren Team. Ich liebe sowas. Ganz toll. Können wir gerne wieder machen. Niemals. Oh! Komm schon. Könnte ich mal aufhören, die ganze Zeit Pech zu haben mit den Statusveränderungen? Ginge das? Das kann doch nicht sein. Das darf doch...
Das darf doch nicht sein. Wieso tun sie mir das an? Die ganze... Also... Ich weine. Wenigstens hat es das down gekriegt. Du wünschtest, du hättest das nicht getan. Nee. Gut. Ja. Gut. Der letzte. Ich hoffe, wir kriegen das hin mit dem... Eine Pokémon-Fusion. Okay, er hat eine Pokémon-Fusion. Ich dachte, der sagt nur einen Satz, wie ich... Jetzt bin ich dran. Stattdessen redet er da stundenlang. Habe ich jetzt natürlich nicht vorgelesen. So. Gut, gut sieht mein Team aus. Denen geht's allen gut. Denen geht's ganz super. Oh nein, ich bin ja paralysiert. Denen geht's ganz super. Allen geht's gut. Warum kriege ich instant Schaden beim Reinwechseln? Ich hasse diese Mechanik, wenn die so ist. Ich hasse das. Das ist nicht fair. Kann ich mein Pokémon reinwechseln und dann erstmal instant Giftschaden? Damit kann ich nicht arbeiten. One-Hit? Ja, okay. Wie Pokémon hatte der überhaupt? Ich hab's nicht gesehen. Ich hab nicht drauf geachtet. Macho Mai! Ja! Na, da reicht die Psychokinese nicht. Ja, zur Hälfte. Bitte lass mich überleben. Es hat überlebt. Okay. Okay, jetzt geht's aber leider an der Vergiftung auch gleich drauf. Beauty Chop? Oh. Ja, also anstelle von meinem Pokémon wäre ich da auch instant gestorben, wenn ich sowas sehen müsste. Kann ich gut nachvollziehen. Instant sterben, wenn man sowas sieht, das ist schon nachvollziehbar, muss ich sagen. Okay. Sehr seltsam. Sehr seltsam. Oh, es ist paralysiert. Statik. Vielen Dank, Statik. Das war nett von dir. Krieg das halt einfach nicht hochgeheilt, weil das so viele KP hat. Oh. Glück gehabt. Danke, Statik. Das Ding ist sehr gruselig. Wenn ich das so sagen darf. Es ist sehr gruselig. Oh, vielen Dank. Das wollte ich viel lieber einsetzen. Dankeschön. Warum war jetzt random die Attacke ausgewählt? Die hat auf Step. Hä? Ach, weil ich beim anderen die Attacke ausgewählt hatte, unten rechts. Aha, okay. Sehr interessant. Na gut, werden die Fusionen besiegt? Ich möchte sie bitte nicht haben, du kannst sie gerne behalten. Wer ist dieses Kind? Okay, vielleicht können wir was ausmachen. Du kannst durchgehen und du erzählst dafür keinem, was hier passiert ist. Okay, gut. Lass es verschwinden, Gang. Lass mich jetzt einfach heilen gehen. Und diese Route hinter mich bringen. Ich möchte nie wieder darüber nachdenken, über diese Route. Vielen Dank. Und über diese Fusion. Wer kam denn auf die Idee, sowas zu fusionieren? Und dieser krass harte Biker hat halt einfach einen Schmetterling dabei. Oh, jetzt kommen nicht mehr so viele Leute in die Safari-Zone. Aber der Fusionszoo. Wir gucken heute anscheinend einen Fusionszoo an, okay? Mein Pokémon und ich sind beste Freunde. Okay. Poison Chap, aha. Sehr schön. Reden wir mal mit den Leuten hier. Ich suche nach... Nein. Okay. Nein. Was ist hier? Ach, da ist der Typ ohne Zähne. Hi, ich bin... Der Wächter, du solltest die Safari-Zone besuchen. Okay, er hat seine Zähne.
Gut, die muss ich schon mal nicht holen. Ist hier oben der Fusionszoo? Ich vermute mal. Ein Nugget. Das liegt hier halt auf der Wiese. Da lege ich meine Nuggets auch hin. Da ist nichts. Das ist aber gemein. Fuchsania, wa? Fusionszoo. Eine Alliteration. Ganz viele Fs hintereinander. Okay, sehr gut. Und ist das Ursa-Ring mit Kangama? Siehst du, die sind ziemlich süß. Kangaring. Eine Fusion aus Kangama und Ursa-Ring, ja. Das ist Megane und Dratini. Ja, ich vermute mal. Das ist Pinsir und Snubbull. Das ist Pinbull. Sehr schön. Eine wunderbare Fusion. Ist das Despotar und Sichlor? Nein, das ist... Ach, Impergator und Sichlor. Okay. Ist das Enton und Enteron? Nein, okay. Gut, ich dachte schon. Das ist trotzdem irritierend. Was macht ihr denn da, Team Magma? Verschwinde, die Safari-Zone ist zu. Fies. Ich habe das Gefühl, ich kann immer nirgendwo lang gehen. Alles ist immer geschlossen und ständig steht einer im Weg, dass man nicht durch kann. Voll Kacke. Eine Notiz. Route 15 ist geschlossen. Heißt das, ich muss jetzt die Arena machen? Wahrscheinlich. Ich vermute mal. Die lassen mir gar keine Wahl, als diese Arena hier zu machen. Na gut. Oh, toll. Das ist schon zu überlevelt. Warum habe ich keine XP-Teiler? Den habe ich bestimmt irgendwo übersehen. Hallo? Hi, willkommen in der Arena. Ich bin Koga. Hahaha. Oh, du bist gar nicht Koga. Damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Ich dachte, Koga steht am Anfang der Arena. Oh, sehr schön, Baloui. Da bist du ja direkt richtig. Mit Biss. Was macht ein Drittel Schaden? Ich hoffe mal, Baloui entwickelt sich bald. Weil so ist er momentan nicht sonderlich stark, ehrlich gesagt. Ich hoffe, das Ding wird noch stark. Warum? Warum tust du das? Oh ja, genau, und dann direkt critten. So habe ich das am allerliebsten. Na. Oh. Ich darf gleich wieder heilen gehen. 5 Sekunden in der Arena. Instant gecrittet und vergiftet. So muss das. Nur noch 5 Level. Kadabra. Ich weiß auch nicht, was ich sonst dagegen einsetzen könnte, gegen Psycho-Pokémon. Hier, das hier noch. Ah ja, ich habe ja noch ein paar. Aber die Käfer-Pokémon geht nicht. Das macht nicht so wirklich Sinn. Das Madbomb macht auch nicht wirklich Schaden. Wobei, mit dem Spukball, damit könnte das doch Schaden machen. Oh toll, du hast meine Fähigkeit geklaut. Dankeschön. Nett von dir. Reflektor. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine physische oder spezielle Attacke? Das ist speziell, sehr gut. Dadurch macht der Reflektor zum Glück keinen... Oh. Fies! Da hat mich der... Der nächste Seher direkt hinterher, ehrlich? Was soll das? Warum machst du so oft Seher? Das ist nicht nett. Aber guck mal, das reicht für ein Level Up. Sehr schön. Noch eins. Medibad. Medi was? Tritt bitte drauf. Warum treffen die immer mit diesem blöden Heidjump-Kicker? Mit dem Turmkick sollte man echt nicht treffen. Das Turm hat... Er hat zweimal hintereinander damit getroffen. Ernsthaft? Was soll das? Oh ja, genau, und dann treffe ich direkt der Seher. Wieso? Ja, Ziel auf mein Pokémon, super. Ja, gut, das hat zum Glück gereicht.
Die Fusion war seltsam. Wow. Warum ist der so stark? Können wir darüber reden? Warum der erste Trainer schon so stark war? Und wie soll ich den Rest der Arena machen? Kann mir einer die Frage beantworten? Oh Mann. Na, das kann ja was werden. Vor allem Golbat und Meditalis direkt. Was für eine krasse Fusion das ist. Im Level 30er Bereich. Okay. Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden hier die heutige Folge und machen dann morgen die Arena hier fertig. Bis dahin, macht es gut und tschüss.